Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 3 und da sind wir dann auch endlich wieder. Ja, hier ist das schöne Bett. Da gehen wir mal kurz pennen. 24 Stunden ist Quatsch. Lassen wir mal 18 Stunden pennen. Gucken, was passiert. Müsstet ihm ja mal besser gehen. Da. Ja, lange nix. Kam lange kein Fallout, keine Zeit. Battlefield, ihr wisst ja. Wenn alles stehen bleibt, Battlefield läuft und läuft und läuft und läuft. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. So, wir gucken mal in den Spind rein, was wir noch haben, was wir nicht brauchen. Waffen. Wir haben ja schließlich hier auch ein paar Waffen. Zum Beispiel auch noch eine Jagdflinte. Davon haben wir aber einige. Da können wir einiges verkaufen. Haben wir noch zwei Sturmgewehre? Wie viel haben wir hier? Fünf? Ne, Sturmgewehr haben wir eins. Nehmen wir noch mal eins mit. Kleidung, Vault-Anzug mit SR8. Wir haben momentan SR17. Dann haben wir noch richtig viel zu fressen. Hilfe, hier müssen auch noch Stimpacks drin liegen. 5, schmutziges Wasser, Wetterway. Die ganze Cola. Siehst du, haben wir hier auch noch Cola. Die kommt da gleich mit rein. Wetterway kann auch ein bisschen rein. Sonstiges Zündflamme spinnt. Siehst du, ich weiß, was da fehlt. Da muss auch noch Munition von so ein paar Waffen rein. Falls ich mal wirklich irgendwie am Arsch bin, muss ich auch was verkaufen können. Gut, letztens haben wir uns ja mit einigen Sachen beschäftigt. Mit den Vampiren und so weiter. Und was machen wir diesmal? Aufgaben, Blutsverwandtschaft. Erfahren Sie, was die Familie in Aylruf getan hat. Aylruf ist dort. Dort ist Big Town. Da ist ein Friedhof. Wir gehen auf den Friedhof. Wir haben jetzt zwei Wackelpuppen gefunden. Eigentlich hätte ich schon mehr haben müssen. Weil ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Vor mir ist irgendwo ein Gegner. Ein Supermutant. Der macht wohl hier ganz gerne mal den Friedhof unsicher. Oh, zwei Supermutanten. Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Scheiße. Oh Gott, da kommt ein Riesenvieh, guck mal. Jaugei. Krasse Viecher auf jeden Fall, die richtig viel aushalten und richtig Damage machen. Leck mich am Sack, ey. Was ein heftiges Vieh. Ah, die sind auf jeden Fall heftig, so. So, wir wollen immer noch nach Aylruf. Wir müssen mal gucken, wo war das jetzt? Weltkarte da lang. Okay. Wie komme ich da am besten hin? Warte mal, da ist eine Brücke, die ist zerstört. Müsste ich wohl da hinten lang, wa? Da werde ich wohl nicht rüberkommen, muss ich von da hinten kommen. Gut, machen wir das. Wie groß auch die Welt ist, ne? Das ist Fallout, riesige Welten.
Es gab ja letztens auch schon wieder Gerüchte über Fallout 4, ob das nur kommt oder nicht kommt oder doch kommt. Man weiß es nicht so genau. Wäre aber cool, wenn man es denn mal irgendwann mal wirklich wissen würde. Ich muss mir erstmal anders ausrüsten, ja? Ne, es war der falsche Knopf. Dann nehmen wir die Jagdflinte. Dann nehmen wir das Heckenschützengewehr. Der Rest kann so bleiben mit Raketenwerfer und Minigun. So. Gucken wir mal, hier werden noch ein paar Orte angezeigt. Vereinzelte. Und hier... Hemmel ins Schlupfwinkel habe ich gefunden. Und der ist da oben. Wollen wir mal reingucken in Hamiltons Schlupfwinkel? Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich schon mal in der Nähe von irgendwie... Der Name Schlupfwinkel kommt mir bekannt vor. Sieht mir auch sehr bekannt aus. Gucken wir uns das mal an. Erstmal nichts Überraschendes hier. Nichts Spezielles, aber wir gucken mal weiter. Hier ist ein Raum. Okay, hier ist alles umgekippt. Hier ist ein Spind und da ist noch drin. Cola und ein Werkzeugkasten mit Schwachsinn, den man nicht braucht. Ansonsten liegt hier schon mal nichts. In der Kiste Kampfmesser nehmen wir mit, können wir verkaufen. Und Medikamente. Ja, das Wichtigste in dem Ganzen. Ah, hier ist eine Werkzeugbank und Kronkorkenminen. Elektrische Leiter. Ja, man kann, ich könnte hier zum Beispiel so eine Kronkorkenmine bauen. Die macht halt ziemlich viel Damage, aber du brauchst, gibst dafür Kronkorken aus dies, das, jenes. Und das brauche ich dann nicht. Aha, also dieser Hamilton, der hier drin gewohnt hat, der hat auf jeden Fall eine kleine Werkstatt. Und das ist ein radioaktiver Skorpion. So, die Giftdrüse ist mitgenommen. Gucken, was uns noch erwartet. Für eine Krabbelviecher ist hier. Da liegt ein Toter. Das ist wahrscheinlich Hamilton. Ein Ödländer. Okay, hier wollte ich schon mal... Da ist noch ein Skorpion. Aha, die Skorpione haben hier wohl Halligalli gemacht. Ich möchte nicht vergiftet werden. Scheißviecher. So, hier lag der Hamilton. Nicht der Hamilton. Hamiltons Kumpel. Und hier liegt ein Raider. Der hat es auch schon mal versucht. Auf jeden Fall gibt es hier Skorpione im Angebot. Ich glaube, das war noch nicht die letzte.
Nee, das ist bloß eine Schaben. Das ist bloß Schaben. Aber hier ist auch noch wieder so ein großes Vieh. Erstmal speichern. Scheiße. Was liegt hier noch? Eine Lunchbox, dies, das, Kakerlaken, bla, Keks. Auf jeden Fall ist hier erstmal Insektenauflauf. Hier ist auch noch eine Tür. Mal ja gucken, was er hier alles in seinem Unterschlupf verbaut hat. Kann er nie wissen. Ha, wieder ein Spielzeugauto. Ist hier drinne. Ich würde sagen, erstmal nichts. Doch eine Krücke liegt hier. Okay, das war's. Noch mehr Kakerlaken, noch ein Ödländer. Das grad. Na los, Jungs! Oh, Raider! Hier wohnt Raider. Guck einer an. Was willst du mit mir gehen? Fragt sie. Ist sie nicht ganz dicht? Schrot im Kopf, bis der Shepard. An der Wand mit dir. Hat die einen Gürtel mit einer aus Händen? Das ist ja auch eklig. Ist mal alles abgezogen. Radio aus. Okay, also. Hier liegen Löffel, Messer, Dose, Licht und Spritzen. Was soll mir das sagen? Dass Raider mal wieder extrem auf Stoff sind. Alter, die haben ja richtig Medizinlager, wa? Richtige Stoffis. Die will ich haben. Die will ich haben. Genau, die Quantum. Ledergürtels. Und das alles noch in seinem Unterschlupf hier. Das ist der Wahnsinn. Wer weiß, wo ich hier am Ende rauskomme. Ah, na, guck einer an. Okay, dann haben wir eigentlich alles gesehen. Können wir wieder raus. Sehr gut. War jetzt nicht so spannend, seine Hütte. War mal interessant, in seinen Unterschlupf zu gucken, aber hat mich jetzt nicht geschockt. Gehen wir wieder raus. Ein paar Punkte gemacht, ein paar Raider geschnetzelt. Das Übliche. So, wir müssen immer noch da oben auf diese Brücke rauf. Liegen Munitionskisten. Nein. Fuck. Munitionskiste und keine Gegner in der Nähe? Stimmt aber nicht. Alles klar, dann müssen wir hin. Oder? Gehen wir noch richtig? Jo, ey, Roof ist da oben.